Hallo, ich begrüße Sie mal wieder zu einem Video. Wer das Wort Quizdidaktik in die Suchmaschine eingibt, der landet unweigerlich beim Angebot, mit dem dieses Bild bzw. dieses Quiz, was hier Bezug auf das Bild nimmt, erstellt wurde. Die Anatomie des menschlichen Auges. Und das steht jetzt hier symbolisch für viele ähnliche Quizfragen. Man hat ein Bild und da sind in diesem Fall Buchstaben angeordnet. Diese Buchstaben, die müssen im unteren Teil dem richtigen Eintrag der Legende zugeordnet werden. Und das ist also die Aufgabe, die es hier zu lösen gibt. Die löst man leicht, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und das Interessante dabei ist, das Lösen geht am einfachsten mit Smartphones zu machen, natürlich auch mit dem PC. Am einfachsten sage ich deshalb, man hat diese Geräte immer dabei, besonders die Schüler, die solche Sachen lernen müssen, die haben die dabei. Und die können dann entweder allein oder im Wettkampf mit anderen mal schnell die Lösung suchen. Wie das geschieht, das will ich hier mal zeigen. Sie haben hier unten eben 9 Stellen, wo jeweils ein Buchstabe hin muss. Fangen wir hier gleich bei der Aderhaut an. Ich trage das ein. Glaskörper, na, weil ich jetzt wenig Ahnung habe, beziehungsweise weil ich hier jetzt nicht viel Zeit verschwenden will, gehe ich einfach nach Alphabet vor, schreibe ich dann B hin, dann nehme ich dann C, also ich gehe nach gut Glück, D, E, F, H, I, J. So, J ist, da will ich jetzt nur eins richtig machen, damit ich also nicht mit möglicherweise 0 Punkten da lande. Aderhaut ist wahrscheinlich auch richtig, weil rot sieht nach Blutadern aus, also ist das wahrscheinlich richtig. Aber die Netzhaut, das ist hier das Grüne und das Grüne, das ist also das M. Sollte ich groß machen. So, dann habe ich hier die Einträge vorgenommen. Oben drüber oder unten drunter ist jeweils ein Button, wo man das dann überprüfen kann und das geht hier mit dem Smartphone natürlich ganz einfach. Wenn man da oben sieht, dann braucht man da nur auf Überprüfen klicken und dann sieht man, oh, zwei habe ich sogar richtig. Aderhaut, ja klar, das habe ich am Anfang mir auch gedacht. Das Rote könnte die Aderhaut sein und das Grüne die Netzhaut. Aber die anderen, die ich hier einfach so alphabetisch durchgegangen bin, also geraten habe, die waren natürlich alle falsch, hätte vielleicht nur eins richtig sein können. Aber wir haben ja eben gesehen, etwa 22,2%, das ist das Resultat. Das wäre also noch nicht mal mangelhaft, sondern das wäre ungenügend, wenn ich das jetzt in eine Skala einzuordnen hätte. So, schauen wir uns hier noch an, im unteren Teil, da steht noch ein bisschen was zu den Rechten. Wer also solche Quizze im Internet anbietet, der muss natürlich darauf achten, dass diese Bilder hier auch mit den nötigen Rechten freigegeben wurden. Also in diesem Fall kommen die aus Wikimedia Commons und das ist auch hier oben angeordnet. Also für die Lehrer, die sich für sowas interessieren, denken Sie eben an die Angabe der Urheberrechte. Und wenn da CC BY steht oder Creative Commons mit Namensnennung, dann geben Sie es einfach an und dann sind Sie auf der richtigen Seite. So, man hat hier die Möglichkeit, wenn man jetzt hier wirklich sehen will, was das andere ist, Cheaten und Spicken, habe ich gerade angetippt. Und da haben wir dann hier so ein Bild, wo die Beschriftungen eben richtig vorgenommen wurden. Da habe ich also auch das Bild hergeholt und habe die Texte weggemacht und durch Buchstaben ersetzt, um diese Quizfrage vorzubereiten. Ich kann dann auf Zurückgehen und das war also ja ein Beispiel aus der Biologie. Gibt da noch Teil 2 vom Auge, aber das funktioniert natürlich genauso. Gehen wir mal zur Quizauswahl. Und da nehme ich jetzt mal die asiatischen Staaten 2. Und da kann man jetzt wieder ein bisschen das Bild größer machen. Ja, wenn man hier noch wenig weiß, Südasien, Cheaten, Spicken, gucken wir erstmal mal kurz auf die Karte. Da sehen wir, aha, da ist Indien, Malediven, Sri Lanka. Hier machen wir ein bisschen größer. Bangladesch, Bhutan, Nepal. Also das kann ich mir jetzt so auf die Schnelle sogar noch merken. Gehe dann mal zurück. Mit diesem Kurzzeitgedächtnis
habe ich da also jetzt das Wissen, aha, Bangladesch. Bangladesch ist die 5. Bhutan, hatte ich mir gemerkt, war die 3. Dann Indien war die 4. Malediven die 1. Das war da im Wasser, wo man also gern hinfliegt. Nepal ist die 2, nehmen wir mal. Wahrscheinlich ist Nepal und Bhutan vertauscht, aber soll ja auch mal was falsch sein. 6 ist Pakistan und Sri Lanka, das ist rechts unten von Indien, die Insel, das ist also 7. So, da werden also bis auf Bhutan und Nepal wahrscheinlich alle richtig sein. Ich habe jetzt wieder entweder oben drüber oder unten drunter, hier nehme ich mal unten drunter das, den Überprüfen-Button und da habe ich dann 71,43%, das ist so Richtung befriedigend, ne? Oder fast 3 minus. So, jetzt habe ich also hier zusätzlich noch die Hinweise, Bangladesch, ja, das war ja richtig, aber Bhutan, das ist 2, das kleinere Stück rechts da im Himalaya und weiter links, das größere, das ist Nepal. So, wir haben also hier die Möglichkeit, die richtigen uns anzuschauen. Gehen wir hier zur Quizauswahl und da haben wir dann hier die afrikanischen Staaten, aber weiter unten gibt es dann noch das dritte, was ich Ihnen zeigen wollte. Hier ist ja nochmal Biologie, da gibt es auch noch das Ohr. Aber ich wollte hier zum Koch kommen und weil ich Englisch besser kann als Französisch oder Spanisch, nehmen wir mal hier EN08. Da habe ich gerade drauf getippt. Und da sind hier, nehme ich mal das Zeigegerät, da sind hier die englischen Begriffe, die den deutschen Entsprechungen zugeordnet werden sollen. Und auch die deutschen Begriffe sind hier alphabetisch aufsteigend geordnet, die englischen sind das auch. Und die passen natürlich so nicht 1:1 zusammen, aber damit die zusammenpassen, muss man dann die Nummer angeben. Bake, ne? Das ist also hier Backen, das ist, schreiben wir mal die 2 hin, Beef ist das Rind. Und die restlichen Sachen schreibe ich jetzt einfach mal so hin. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. So, jetzt habe ich jede Ziffer einmal vergeben. Ein paar habe ich ja richtig gemacht, also 2 sind, glaube ich, richtig. Und dann kann ich wieder auf Überprüfen gehen. Das heißt, wenn ich hier nochmal sehen will, das interessiert mich jetzt wirklich, was ist Traul, dann habe ich die Möglichkeit, hier unten zu spicken. Ja, eben bei der Landkarte konnte ich mir ja aus den Wikimedia Commons Sachen angucken, aber hier habe ich hier unten die Möglichkeit zu sehen, ah, Traul ist die Kelle und da kann man auch draufklicken und dann bekommt man da passende Bilder aus der Google Bildersuche oder bei Lingui, will ich jetzt aber nicht machen, da bekommt man dann Zusammenhänge, wo das Wort Traul bzw. Kelle eingesetzt wird. So, probieren Sie es dann einfach aus und dann sehen Sie, was ich da gerade vorgetragen habe. Hier sind 3 von 10 richtig, 30%, das ist also noch nicht mal eine 5, ja, das ist völlig ungenügend. Und Sie sehen, wo ich also hier versagt habe, aber ich hätte eben bei Traul natürlich schauen können, dass das die Kelle ist, ne? Dann hätte ich zumindest eine glatte 5 gehabt. So, haben wir gesehen, wie das funktioniert mit der Überprüfung, vielleicht noch ein Zusatz hier unten kann man natürlich, und das geht bei all diesen Tools, die da bei der Quizdidaktik angeboten sind, da kann man natürlich jederzeit solche YouTube-Videos einbinden, um Hilfestellungen zu geben oder sich in die Materie einzuarbeiten, die mit der Frage abgedeckt ist. Und wenn ich hier die Kelle bei Lingui sehen will, sehen wir, da kann man auftippen oder draufklicken und da sieht man, wie Traul hier passt. Ich kann das jetzt noch ein bisschen rüberschieben und da gibt es also dann gute Hilfestellungen und dann haben wir auch noch die Möglichkeit, die entsprechende Kelle hier bei der Bildersuche einzugeben und da sehen wir, hier ist Kelle zunächst mal die Maurerkelle gemeint, Sachen, die mit dem Essen zu tun haben, da haben wir hier sowas. Ja.
silberne Tischküchenkelle. Also ich hätte dafür Tortenschaufel gesagt. Okay, so viel dann hier zu den Möglichkeiten. Man kann da immer wieder über zurück an die Ausgangsstelle kommen und das Quiz natürlich nochmal durchlaufen lassen. In dem Moment, wo ich gespickt habe, wird das wieder auf Null gesetzt. Man kann das natürlich auch mit der Schaltfläche aktualisieren. Was man hierzu sagen kann, ist, die Ergebnisse werden überhaupt nicht gespeichert. Die sind nur kurzfristig bis zur Anzeige auf dem Rechner des Benutzers zu sehen. Danach sind sie für immer verschwunden. Das eignet sich natürlich zu keinerlei Benotung. Wer dann einmal Einblick nehmen will, wie das auf einem richtigen Lernmanagementsystem funktioniert, das gleiche Quiz, der kann hier auf Quizauswahl klicken und er findet dann neben dem eben ausgewählten Quiz den Koch unter der Spalte Moodle-Quiz anmelden mit User, als User Q mit Passwort Q. Und da kann man dann hier auf die Version für Englisch, Koch, kann man dann klicken. Da muss man dann hier den Username Q und das Passwort Q eingeben, klickt auf die Schaltfläche und dann ist man drin. Und da steht dann auch schon Koch, Englisch Test für Tablet und Smartphone. Das ist aber jetzt mit Scrollen verbunden, weil jetzt ist ja nicht nur ein einzelner Test möglich, sondern hier ist man in der kompletten Lernplattform. Am unteren Ende steht dann letzte Vorschau fortsetzen. Es kann ja sein, ich habe es schon mal gemacht, aber da ist bisher noch nichts gelaufen. Tippe darauf und dann sehe ich hier oben die drei Fragen, die hier zum Koch bereitstehen. Dann gehe ich hier auf neue Vorschau beginnen. Und ja, weil das jetzt für ein Tablet nicht optimal ist, sondern für ein PC, muss ich viel scrollen. Beim PC hätte ich sofort nebenan gesehen, aber Sie sehen, selbst auf so einem Display vom Smartphone, da kann man das also machen. Und da sehe ich hier die gleichen Fragen wie eben. Also Bake, ich mache jetzt mal ein paar Antworten. Bake ist Backen 2. Und dann trage ich hier einfach mal ein paar Ziffern ein. Nur bei Traul, da kann ich natürlich jetzt nicht spicken. Da will ich da mal das eingeben, was ich mir eben gemerkt habe. Traul war die Kelle. Und die Kelle ist hier die 6. Ich habe das also hier bewusst in gleicher Weise nummeriert. Wobei hier kann man dann mit entsprechenden Optionen das zufällig mischen. Aber da soll ja hier klar werden, dass das die gleiche Vorgehensweise ist. So, prüfen kann ich hier einstellen, dass die Teilnehmer das sofort können. Das ist ja hier nicht für die Benotung, weil wenn man sich mit Q und Passwort Q anmeldet, dann ist das natürlich keiner Person klar zuzuordnen, sondern das ist nur, damit man mal testen kann, wie Moodle funktioniert. Das Prüfen findet normalerweise dann statt, wenn alle abgegeben haben. Aber hier mache ich es jetzt sofort. Und dann sehen Sie, wie eben bei dem Beispiel zur Quizdidaktik, was also sofort ausführbar war und nur lokal gespeichert ist, hat man hier die Ergebnisse, Bake und Traul ist richtig. Unten drunter hat man jetzt auch die richtigen Lösungen in der gleichen Weise, wie das eben bei der Quizdidaktik zu sehen war. Links stehen dann die Begriffe, für die man dann in der Bildersuche was findet, zum Beispiel Pig. Da habe ich dann also auch entsprechende Schweine in allen möglichen Formen, auch im Stall, ne? Oder das Wollschwein, ne? Oder eben auch Verballhornung von Menschen. So, ich gehe dann hier zurück und Sie sehen auch, die Geschichte mit Lingui ist hier realisiert. Wenn ich jetzt beispielsweise bei Schwein auf Lingui gehe, dann sehe ich hier die Begriffe im Deutschen, aber auch im Englischen, die man sich auch anhören kann. Und ich finde dann auch hier unten die entsprechenden Möglichkeiten, mir das anzuschauen im Kontext, also Sätze, wo das Wort Schwein oder Pig vorkommt. So, da gehe ich jetzt zurück. Mit mehreren Klicks bin ich an dieser Stelle. Resümee ist, sowohl mit diesen einfachen Möglichkeiten der Quizdidaktik, die Sie dort auf der Webseite finden, lassen sich solche Tests erstellen, die dann mit
geringem Aufwand in die Lernplattform Moodle übertragen werden können. Und wenn Sie also an solchen Sachen Interesse haben, zum Beispiel, dass man Ihnen sowas für 1000 Fragen zum Festpreis anbietet, dann nehmen Sie einfach Kontakt auf. Die Kontaktmöglichkeiten finden Sie am unteren Ende der Moodle-Website oder jeder unserer Websites. Da steht eine E-Mail-Adresse und da können Sie also dann eine kurze Anfrage richten und dann können wir auch gegebenenfalls am Telefon über die Details reden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.